Hallo an das Schütze-Kollektiv. Ich bin die Patti und ich schaue heute für dich in die Karten, was der Monat Mai mit sich bringt energetisch. Und ich gucke vor allem in die Lebensbereiche Liebe und Partnerschaft und Beruf, Berufung, Job, Finanzen. Und ich wünsche dir dabei jetzt ganz viel Spaß. Ich mache das Ganze mit den Tarotkarten und den Orakelkarten. Die hole ich aber später noch mit dazu. So, machen wir mal Platz. Und dann legen wir mal los. Einmal bitte die Informationen für das Schütze-Kollektiv, für den Monat Mai und besonders für die Liebe. Okay, das sind erstmal die drei Karten. Ich gucke mal, ob ich dann noch mehr brauche oder ob es dabei bleibt. Die Hohepriesterin, die drei der Stäbe und der König der Kelche. Also ganz, ganz spannend, weil die drei der Stäbe erscheint in diesem Monat bei so vielen Sternzeichen in der Liebe. Also da ist irgendwie was los in der Liebe. Ich sehe das so hier. Du bist die Hohepriesterin und in der Liebe gibt es irgendeine Sache, du wartest so ein bisschen. Entweder wartest du, aktiv zu werden bei jemandem oder du wartest darauf, weil du gerade noch nicht weißt, ob derjenige wirklich dein Partner für die Dauer ist oder du wartest darauf, vielleicht, dass von ihm mehr kommt. Du bist so ein bisschen in der wartenden Position und entspannt, ja. Also ich sehe dich im Mai am Anfang so ein bisschen wartend, aber entspannt, weil du irgendwie fühlst, es ist noch nicht das richtige Timing. Ich weiß noch nicht so recht. Ich bin mir noch nicht sicher und so weiter. Aber das, worauf du wartest, kommt. Ja, das kommt. Und das kommt vor allem in Form von einer sehr liebevollen Energie, von einem Verliebtsein. Entweder, dass du dich verliebst oder dein Gegenüber. Vielleicht wartest du auch und bist Single, ne, und denkst, wann treffe ich jemanden? Auch hier könnte sein, da kommt was in Fahrt, da kommt was. Oder du bist schon in einer Beziehung und wartest irgendwie, dir sicher zu werden. Und ja, da kommen die Gefühle, da lebt was auf. Da kommt so eine schöne Zeit, sehe ich hier. Und es ist irgendwie etwas, was dir mehr Klarheit bringen wird. Ich möchte noch mal weiter gucken. Können wir bitte noch weitere Informationen bekommen? Ja, und wir haben hier auch eine Chance, dass eine Leidenschaft auflebt oder dass ein Flirt kommt oder dass irgendwas so ein bisschen feuriger wird. Weil gerade sehe ich so ein bisschen mehr diese Ruhe, diese Stille, den Stillstand, das Abwarten und das kommt so ein bisschen hier in Fahrt. Ja? Was haben wir denn auf der Rückseite? Ja, auch das Ast der Kelche, das heißt, es kommt gefühlstechnisch was in Fahrt. Irgendwas, wo du dir gerade unsicher bist, irgendwas, wo du gerade versuchst, auf deine Intuition zu hören, nicht so sehr vorzupreschen, wo du gerade zurückhaltend bist, wo du gerade versuchst, noch herauszufinden, was das für dich ist. Ich schaue mal kurz hier ein bisschen näher rein. Was ist mit dir als Hohepriesterin? Was haben wir hier energetisch? Ja, okay, es könnte sein, dass dein Gegenüber noch in einer Beziehung ist, dass es noch eine andere Frau gibt. Muss nicht sein, kann aber sein. Vielleicht gibt es auch für dich noch einen anderen Mann. Vielleicht ist es aber auch so, es fühlt sich gerade ganz gut an und du wartest auf jeden Fall ab. Und da habe ich auch das Rad des Schicksals. Das heißt, du vertraust gerade, hey, wenn es sein soll, dann wird es passieren. Und ich nehme mich jetzt mal ein bisschen da zurück. Entweder, wie gesagt, weil du sagst, der soll sich erstmal klar werden, wen er will. Vielleicht weißt du noch nicht, ob du ihn willst. Es fühlt sich ganz gut an mit demjenigen. Also da ist eine schöne Energie. Oder wenn du Single bist, du fühlst dich gerade in deinem Leben ganz gut. Dann ist es wirklich so, du bist umgeben von Freunden, von einer guten Zeit und du hast es nicht eilig, jetzt jemanden kennenzulernen. Du vertraust auf das Schicksal. Es wird schon jemanden zu mir führen. Was haben wir hier mit der 3 der Stäbe? Da kommt der König der Kelche. Der König der Kelche, ein Mann, der gefühlvoll ist, der Gefühle zulassen kann, der über seine Gefühle sprechen kann, der kommt. Der kommt oder der zeigt sich dir. Auch wenn er schon da ist, dann zeigt er sich mehr dir. Und du bist aber irgendwie dir nicht sicher. Ich sehe dich so ein bisschen rumtänzeln. Soll ich nicht? Ich weiß nicht, kann ich mich auf ihn einlassen? Ist es gut? Ich sehe dich immer noch so ein bisschen abwägen hier. Du bist nicht sofort Feuer und Flamme. Oder du bist Feuer und Flamme, aber traust dich nicht. Ne? Also ich sehe so ein bisschen so ein Tänzeln hier von dir. Was
jetzt haben wir hier mit dem Ritter der Kelche weiter. Ja, du träumst schon, ob das gehen würde mit demjenigen, ob das Zukunftspotenzial hat. Ich glaube, du bist eine sehr ernsthafte Frau in dem Sinne, dass du was Ernstes suchst. Und du wägst ab, passt das wirklich auf Dauer? Ist das jemand, mit dem ich eine Familie gründen kann? Und du überlegst, ne, ob das in diese Richtung gehen könnte. Was haben wir hier mit der Prinzessin der Stäbe hinten? Was haben wir da? Also du kämpfst mit dir. Du weißt nicht so recht, du kämpfst hier mit dir. Es könnte etwas passieren, was entweder deine Zweifel einstürzen lässt oder das Miteinander. Ja, es kann sein, dass die Zweifel einstürzen, dass das hier, dass du dann keine Zweifel mehr hast oder das Miteinander einstürzt. Vielleicht stürzt auch dieses Abwartende ein, ne, dass du dir nicht sicher bist und da kommt was in Fahrt und ups, ich habe es eher, dass es... Ja, ihr Lieben, ich sage es ja immer ehrlich, ich habe es eher so, dass das in den Streit eher geht oder in eine Auseinandersetzung, dass das nicht so super läuft. Ja, also vielleicht, weil du nicht willst, vielleicht, weil er sich nicht festlegt. Ich sehe aber eher, dass du dich nicht festlegst, dass du sagst, nee, also jetzt reicht's, ja, ich mag nicht. Also, dass du eher hier eine Entscheidung dagegen triffst, sehe ich tatsächlich, obwohl hier Gefühle ins Spiel kommen. Ich möchte noch eine Karte ziehen, einfach um das noch ein bisschen für dich klarer zu haben. Ja, nee, du entscheidest dich mit Kraft deines Verstandes eher dagegen oder zumindest für den Moment. Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass sich das noch weiterentwickelt, aber für den Moment habe ich hier eher, dass du dich dagegen entscheidest, dass du sagst, nee, das ist es nicht. Das kann nicht sein. Das passt nicht für mich. So. Ne? Das kann auch sein, dass du dich für jemand anderen entscheidest hier. Dann schauen wir mal ins Orakel. Was haben wir denn hier noch für dich? Upsala. Wofür bist du dankbar? Ja. Es kann sein, das geht nicht ganz so schön zu Ende und dann wirklich dich darauf zu fokussieren, wofür du dankbar bist, für deine Freunde, für deine Beziehungen, für das, was du hast in deinem Leben. Wofür bist du dankbar? Und dich darauf wieder zu fokussieren und nicht so das, oh Gott, ich habe hier was verloren oder ich habe es beendet oder warum passt das hier nicht? Nein, fokussiere dich darauf, wofür du dankbar bist und geh wirklich in den Frieden mit dir. Du weißt schon, was du brauchst, auch um langfristig Frieden in deinem Leben zu haben. Und vielleicht ist es der Mann jetzt nicht oder dauerhaft nicht oder nur für den Moment nicht. Aber gerade im Mai ist eher so, dass du dich erstmal dagegen entscheidest. Was haben wir hier im Beruf? Ja, jetzt haben wir das in der Liebe. Was haben wir im Beruf? Haben wir hier. So. Schauen wir hier mal rein. Da haben wir das Ass der Schwerter. Da haben wir die Herrscherin, die Sieben der Kelche und den Herrscher. Wunderschön. Also, du wirst eine Gelegenheit bekommen, eine Chance, arbeitstechnisch wirklich dein Können unter Beweis zu stellen, zu zeigen, was du kannst, deinen klugen Verstand unter Beweis zu stellen, das zu zeigen, dass du die Herrscherin bist, in die Führung zu gehen, auf eine sanfte, kluge Art und Weise. Du wirst das zum Ausdruck bringen können, beruflich, was du möchtest. Und ja, du wirst hier wirklich erkannt werden als jemand, der auch in Führung gehen kann und Menschen führen kann. Das kann natürlich auch sein, wenn du eine Prüfung hast, dann sieht es sehr gut hier aus. Oder wenn es irgendwie darum geht, um eine Beförderung, dann sieht das sehr gut aus, um ein Jobangebot, das du bekommst, weil Menschen eben erkennen, dass du diese Klugheit besitzt. Ja? Und du machst auch schon Pläne. Also du spinnst Pläne. Das fühlt sich für dich sehr, sehr erfolgsversprechend an. Du spinnst Pläne und du überlegst auch, das ist irgendwas, was du hier jobmäßig machst oder worauf es hinausläuft, was dir sehr viel Stabilität geben wird, was dir, ja, was sehr zukunftsaussichtsreich ist, was dir ermöglicht, was Großes aufzubauen. Vielleicht wirst du irgendwo genommen, wo du wirklich Chance auf eine Karriere hast. Vielleicht einfach nur
dass du mehr erkannt wirst in deinem Job mit den Fähigkeiten, die du hast und vielleicht dort in der Zukunft eine Beförderung wartet, eine Weiterbildung. Irgendwie sowas, wo du denkst, ja, das ist was für die Zukunft, da kann ich mehr Pläne machen. Und hier auf der Rückseite die drei der Kelche. Absoluten Grund zu feiern. Es ist wirklich etwas, wo du dich sehr freust, wo du irgendwie wirklich einen Grund dann hast zu feiern ausgiebig. Machen wir das mal hier hin, dass ich Platz habe. Schauen wir mal weiter rein. Was ist das mit dem Ast der Schwerter? Also ich denke, etwas Altes geht zu Ende. Es könnte eben sein, weil du dich weiterbildest, fortbildest, erkannt wirst, einfach abgelevelt wirst. Das ist eine Transformation hier. Es ist in irgendeiner Form eine Transformation. Und du hast schon länger auch daran gearbeitet mit deiner Willenskraft, mit deinem Einsatz, mit deinem Fokus. Du hast vielleicht auch auf manche Dinge verzichtet, um das zu erreichen. Und das passiert hier, das geht in die Transformation und zwar eben in die Herrscherin. Aber hier bitte auch nochmal Zusatzinfos. Ja, das geht recht schnell. Also das ist was, da kommt was in Fahrt, das geht schnell, das passiert vielleicht auch unerwartet, das nimmt Fahrt auf und das freut dich ungemein. Es könnte auch bei einigen sein, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass du mehr auch noch deine hellseherischen, medialen Fähigkeiten einbringen kannst. Vielleicht noch mehr deine feinfühlige Seite einbringen kannst, deine Empathie. Vielleicht, weil der neue Job dir das bietet oder diese Weiterbildung. Oder. Aber da passiert was sehr, sehr Schönes und es kommt in Fahrt und das entfacht auch ein Feuer in dir. Schauen wir mal, was haben wir hier mit der 7 der Kelche? Königin der Schwerter, du träumst davon, dass du in deiner neuen Arbeitsstelle deine Intuition mit deinem Verstand, mit deiner Klugheit einbringen kannst, dass du in deiner neuen Arbeitsstelle, in deiner Selbstständigkeit, in der Beförderung oder in der Zukunft, das sind deine Träume, wirklich es schaffst, dein Können auf Verstandesebene zusammenzubringen mit deiner Spiritualität, mit deiner Intuition, mit deiner Feinfühligkeit, dass du das vereinen kannst. Weil vielleicht konntest du das in der Vergangenheit nicht vereinen. Vielleicht musstest du immer tough sein und dir bietet sich hier eine neue Chance. Haben wir mit dem Herrscher da hinten noch liegen. Das ist eine Herzensentscheidung. Das ist eine absolute Herzensentscheidung. Du entscheidest dich hier für etwas, mit deinem Verstand, vielleicht hilft dir auch jemand dabei, der König der Schwerter, dich zu entscheiden, unterstützt dich. Ja, ich denke, es geht raus aus dem Mangel, raus aus dem, irgendwie kann ich nicht ganz zeigen, wer ich bin und was ich kann. Ja, guck mal, das geht alles zu Ende hier. Und es geht auf ein neues Level. Da geht was wirklich zu Ende, es geht auf ein neues Level, Beförderung, du kannst mehr deine Fähigkeiten zeigen, du kannst mehr dich einsetzen. Also ganz, ganz schön, du kommst einfach mehr zu deiner Essenz hier beruflich gesehen, auf ein ganz anderes Level. Ich möchte hier nochmal eine Orakelkarte auch ziehen. Einmal bitte ein paar Zusatz. Ups, da sind sie rausgesprungen. Hunger, ja, du sehnst dich nach etwas und das erfüllt sich. Da ist eine Sehnsucht, du hast dran gearbeitet und das erfüllt sich hier beruflich gesehen. Genau. Wunderschön, ihr Lieben, das war die Monatslegung für das Kollektiv und ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, gerne auch einen Kommentar, meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, um keine meiner Legungen zu verpassen. Darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten sage ich vielen Dank für dein Vertrauen, fürs Einschalten und Zuschauen und bis zum nächsten Mal, die Patti.